Hallo ihr Lieben und willkommen zu Top 10 der Energieerzeugung in Workers and Resources hier auf dem Kanal vom Astral Silber. In diesem kleinen Special zeige ich euch 10 Möglichkeiten Strom zu gewinnen in Workers and Resources und wir legen sofort los mit der Nummer 1. Sortiert habe ich es uns von schmutzig nach sauber genossen. Und die Nummer 1 wäre hier die Kohleverbrennung. Ihr seht es hier von der Kohlemine über die Kohleverarbeitung, über die Lagerung. Ermöglicht es uns, in Kraftwerken diese zu verbrennen und daraus Strom zu gewinnen. Die Nummer 2, ein bisschen sauberer, wäre die Bitumenverbrennung. Hier geht es eigentlich mehr in Richtung Schweröl. Jetzt haben wir diese Ressource nicht im Spiel, deswegen wird es hier als Bitumen mit abgebildet wird es hier als Bitumen, genau. Und das ist die zweite Möglichkeit hier, Strom zu produzieren. Danach, ihr Lieben, ihr seht es hier schon, Treibstoffverbrennung. Natürlich, wir haben Dieselgeneratoren unterschiedlicher Stärke. Und wer mein Let's Play auf dem Kanal verfolgt, der weiß auch eventuell, dass am Ortseingang von Eisenhüttenstadt ja auch einer dieser Generatoren lief ganz lange und immer noch läuft auch zur Unterstützung. Und hier sehen wir, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, hier Treibstoff zu verbrennen und daraus Strom zu gewinnen. Ne? Ihr seht es auch vom Vermögen her sind die sehr unterschiedlich. 16 Megawattstunden, hier 32 und hier geht es gleich hoch auf 200. Aber der Verbrauch ist halt auch dementsprechend hier zwischen einer Dritteltonne. Hier sind es weniger als eine und hier sind wir schon bei 2,5 Tonnen. Aber dennoch mag dieses Dieselkraftwerk, Treibstoffkraftwerk hier als effizientestes unter den dreien gelten können. Kommen wir zur nächsten Option. Bam, bam, die Top 4 der Energieerzeugung in Workers and Resources. Und damit wieder einen kleinen Schritt sauberer ist das Verbrennen von Erdgas, liebe Genossen. Hier sehen wir, dass natürlich die Arbeiter und der Treibstoff fehlen. Erdgas haben wir auch leider nicht als Ressource im Spiel, wird hier auch abgebildet durch das Verbrennen von Treibstoff. Kommen wir zur nächsten, der Top 5, und das ist die Atomenergie, liebe Genossen. Die Atomenergie, hier haben wir zwei Beispiele von Kraftwerken, die in den Workshop reingekommen sind. Da haben wir erst diesen Zwillings-Druckwasserreaktor. Und das sind eigentlich die Mehrheit der auf der Welt verwendeten Reaktoren sind diese Druckwasserreaktoren. Vielleicht mit Ausnahme, wollen wir nicht ins Detail gehen, von Japan und anderen Standorten. Die Beschreibung dieser Mods findet ihr mit dem Zeitstempel, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Hier sehen wir, dass die Leistungsfähigkeit dieser nuklearen Reaktoren natürlich unglaublich groß ist. Unterschiede sind hier dennoch deutlich, von 15.000 Megawattstunden hin zu knapp 3.000. Von daher lohnt sich das schon, da genauer hinzuschauen, Genossen. Kommen wir zur nächsten Option und das ist die Windkraft. Ja, auch in Workers and Resources können wir Windkraft nutzen. Dennoch ist es leider so, dass die Windräder sich ja noch nicht wirklich drehen. Von daher, ihr seht es hier, wir sind hier ganz normal auf Play. Ist die Windkraft hier? Ja, wir sehen die Windräder, leider stehen sie. Sie erzeugen unterschiedliche Mengen Energie, hier 14 Megawattstunden. Und diese etwas größeren Anlagen auch ein bisschen mehr. Ne? Seht ihr, genau das Doppelte mit den 28. Wir haben jetzt mittlerweile auch Offshore-Windkraftanlagen und das sehen wir hier. Hier habe ich mal versucht, genau in der Flussmitte diese aufzustellen. Das macht natürlich mehr Sinn, die am Meer zu platzieren, an der wirklichen Küste. Und hier seht ihr auch, dass mit 1000 Megawattstunden die Leistung dieser Anlagen doch schon erstaunlich ist. Ne? Da sind wir beinahe bei der Hälfte hier von diesem kleinen Atomkraftwerk, liebe Genossen. Kommen wir zu Nummer 7, der Energieerzeugung in Workers and Resources. Und das ist, wie ihr hier seht, die Wasserkraft, liebe Genossen. Trotz nicht vorhandenem Gefälle hier in unserem Wasserstand ist es natürlich möglich, aufgrund der Errungenschaften des Sozialismus,
hier auch die Wasserkraft zu nutzen, liebe Genossen. Und da sehen wir hier zwei Gebäude, die kürzlich jetzt in den Workshop gekommen sind. Das ist einmal dieses Fließkraftwerk, also dieses mitlaufende Kraftwerk, was die Kraft des fließenden Wassers am Flusses nutzt, ohne es zu stauen, was auch eigentlich der Realität hier bei uns im Spiele ja am nächsten kommt. Und daneben sehen wir auch diesen Damm. Dieser entspricht auch hier eines realistischen Vorbildes. Und zwar werde ich euch das direkt mal sagen. Das ist die Volskovskaya Hydroelektrische Powerstation. Und da sind maximal 37 Arbeiter drin beschäftigt. Ihr seht es hier. Und 925 Megawattstunden Strom können erzeugt werden. Das Ganze ist vom Aufbau her ein bisschen umständlich, finde ich. Denn man müsste es auf einer Seite aufsetzen. Und mir ist es nicht gelungen, die andere Seite durch Terraform hier entsprechend heranzubringen. Ja? Von daher müsste man da schauen, dass man eventuell das dann vorher so einlevelt, dass wirklich hier auch der Anschluss hergestellt werden kann. Dann sieht das Ganze natürlich auch optisch schon ein bisschen besser aus. Kommen wir zu Nummer 8. Dom, bam, der Top 10 der Energieerzeugung in Workers and Resources, liebe Genossen. Und das ist die Solarenergie. Mittlerweile sind wir soweit, wir sind in den 80er Jahren und dank den Fortschritten in der Technik ist es uns möglich, hier 25 Megawattstunden, was nun wirklich nicht viel ist, zu erzeugen. Aber ihr seht es hier, große Batteriekästen sind vorhanden, sodass dieser Strom sowohl Tag- als auch nachts abgegeben werden kann und zur dezentralen Unterstützung von Stromnetzen sicher hilfreich sein kann. Ne? Die Solarenergiegenossen. Relativ simpel zu errichten, da wirklich überhaupt kein Verbrauch von Ressourcen mehr stattfindet, abgesehen natürlich von der Errichtung dieser Anlage. Dennoch brauchen wir ein paar Arbeiter, um hier die Solarpanels regelmäßig zu putzen und die ganze Anlage zu steuern. Ja, Arbeiterversorgung ist hier notwendig. Das war die Nummer 8, unsere Solarenergie. Kommen wir zur Nummer 9, Genossen, die Erdwärme. Ihr seht es hier, verschiedene Erdwärmekraftwerke habe ich hier aufgebaut. Das ist das kleine, das ist das mittlere und das ist das große. Ja, unterscheiden sich halt von der Anzahl der Arbeiter, immer um den Faktor 1 sozusagen. Und ihr seht auch, dass die Menge der erzeugten Energie sich jeweils verdoppelt dann. Ne? Ja, hier nicht verdoppelt, aber jeweils um den Faktor der Zunahme der Arbeitskräfte hier auch zunimmt und hier auch wiederum eine ressourcenschonende, eine ja, verbrauchsfreie Form der Energiegewinnung, die auch in der Realität ja stattfindet, hier also keine Zauberei darstellt. Ne? Ja, geothermale Energie ist eigentlich sehr populär, weil es so gut wie keine Verschmutzung produziert. Und nur so ein paar Gase aus der Erde freilässt. Ne? Und einige Anlagen aus dieser Zeit, aus sowjetischer Zeit, sind heute ja noch in Betrieb in Russland. Ja, das zeigt auch, dass die doch ganz zuverlässig laufen. Liebe Genossen, kommen wir jetzt zur absoluten Top 10 der Energieerzeugung in Workers and Resources. Da, Magic, liebe Genossen. Jawohl, hier geht's mehr oder weniger um Zauberei. Denn im Workshop tauchen auch die ersten Gebäude auf, die ihr Vorbild nicht mehr in der Realität finden, Genossen. Denn auch Wissenschaftlern aus dem sozialistischen Block ist es gelungen, durch unermüdliche Arbeit hier die Energie des Weltalls zu nutzen, sozusagen. Und basierend auf den Forschungen von Nikola Tesla diesen Generator zu errichten, dem es möglich ist, die freie Energie des Weltraums zu konvertieren in Elektrizität und damit unserer sozialistischen Weiterentwicklung zur Verfügung zu stellen. Wer das nutzen möchte, der kann sich über 7800 Megawattstunden Strom freuen, die hier nur durch 24 Angestellte erzeugt werden und überhaupt keinen Ressourcenverbrauch erfordern. Ihr Lieben, ich hoffe, der eine oder andere hat eine Anregung aus diesem kleinen Special-Video mitnehmen können. Die Beschreibung der Mods findet ihr im Steam Workshops. Die Verlinkung dorthin in der Beschreibung dieses Videos.
Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon möchtet, dann lasst es mich wissen, gebt dem Video einen Daumen hoch, schreibt einen kleinen Kommentar oder ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, sagt euer Astralsilber. Ciao, ciao.